Hi zusammen, ich bin der Bruga, das hier ist ein neues Horrorspiel, Tatari The Arrival. Und jetzt lese ich euch mal die Leute vor, die mich unter anderem monatlich finanziell unterstützen. Amaterasu Hart, Abayaneko, Ani 1407, Bexking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Burger Bun Slayer, Cindy H., Co-Chief Resident, Commander Gabe, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B., Haruki Playing, Jason Kugel, Jewel Buck, Cassie Feenstaub, Legi, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Battle Dragoner X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Bubo Fischpup, Raik Boretzki, Rufus Platus, Shaden TSG TV, Sir Lieselotte, Stanimir Stanev, Tami, Troop 2222, Vantan und Wölfchen 099. Hi Leute, ich bin der Bruga, das ist Tatari The Arrival. Habe ich vom Entwickler zugeschickt bekommen und es ist das erste Kapitel, sozusagen der Prolog des Spiels. Das Finale kommt dann jetzt, also das finale Spiel kommt dann wohl bald raus. Da steht es ja auch schon, Wishlist, the final game now. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal gemeinsam an, was das Ding zu bieten hat. Oh, was haben wir hier? Sprachausgabe. Die Sprachausgabe in dieser Demo-Version ist computergeneriert. Die finale Fassung wird von professionellen Sprechern vertont. Du kannst über das Einstellungsfenster die Sprachausgabe jederzeit aktivieren und deaktivieren. Stelle ich mir interessant vor, computergenerierte Sprachausgabe. Also gerade in dieser Zeit ist die KI oder eher so KI-Stimmen ja auch mal case. Besser. If I hadn't read it, I wouldn't believe it. These disappearance cases are so far apart from each other. Each missing person has nothing in common with the previous. Is it a coincidence or is someone responsible for these acts? Also ganz ehrlich, dafür, dass es von einem Computer gemacht ist, die Stimme und die Betonung und so weiter, ist es gar nicht so schlecht. Es ist ein bisschen bedenklich, ehrlich gesagt. Did he leave without his shoes? Aha, was haben wir denn hier? Name Rikia Yamaguchi, Alter 26. Morino Sato Camp. Ja, am frühen Montagmorgen bemerkte der Leiter des Morino-Sato-Camps, dass der Besucher von Platz 23 seit der vorherigen Nacht nicht mehr zu seinem Zelt zurückgekehrt ist. Seine Habseligkeiten lagen um das Zelt verteilt herum, aber sein Schlafsack war unberührt. Andere Gäste berichteten, dass sie ihn früher an diesem Tag gesehen hätten, wie er durch die Wälder streifte, aber seitdem nicht mehr. Wir können ihn nicht kontaktieren, sein Handy wurde in seinem Beutel beim Zelt gefunden. Seine Schuhe wurden ebenfalls außerhalb vom Zelt gefunden. Okay. Name Tony Yuichi. 2020 war das schon. Von Dengan Yu. Oh, wie komme ich da raus? Achso, weglegen. My phone. I will need that. Aufgehoben Handy. This is what bothers me. Three more similar events have taken place. In the same camp. A teenage girl student. A middle-aged man. And a hiker middle-aged woman. Nothing in common. The only constant person in these stories is the manager of the camp. He has an alibi for each of these times. Nothing to connect him with the cases. Wie gesagt, ich finde, das hört sich echt gut an, im Gegensatz zu dem, was man sonst so kennt von professionellen Sprechern. Alter, jetzt mal ohne Witz, wisst ihr, was das für eine Wohnung ist? Ich habe im Stream vor einigen Tagen Seven Nights Ghost gespielt und das ist 1:1 die Wohnung, warte mal. Ja, das Badezimmer und hier ist die Toilette nochmal. Okay, das geht nicht auf, aber das ist 1:1 die Wohnung. Wie krass, das ist ein Asset. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, das ist der Boden, meine Güte. Hat er den mit Epoxidharz ausgegossen, oder was? Was war denn hier? Ah. Japanese Fairy Tales. Maybe I should take this book with me. It will help me fall asleep. Okay. All the things I'll need for this trip are in this bag. Das hört sich manchmal halt ein bisschen komisch an, aber wie gesagt, wenn man überlegt, was es sonst für Indie-Games gibt, wo die Leute irgendwas einsprechen, das hört sich so schlecht an oder vom Akzent her verstehe ich manchmal nicht mal ein Wort. Das ist echt krass. So, war es das? Haben wir da irgendwas? I need to pack some things before leaving the house. Ja, Handy, Tasche und Buch. I need to pack some things before leaving the house. Oh, die Schränke gehen ja doch auf. Aha, eine Laterne. I will need this for my camping trip. A source of light is always needed.
Den Kaffee würde ich aber auch noch leer trinken, du. Warte, wir lassen es einfach. War es das jetzt? I need to pack some things before leaving the house. The house. Ja, was denn, du? Boden, ne. Ach! These are the keys to my car. I will need them to drive there. Jetzt aber, oder? I got everything I want. Time to get going. Ja, ich weiß, ich muss wieder zum Friseur. Ich habe wieder voll den Daddy-Rauschebart bekommen. Und ich bin ja, sehe auch sehr grau aus. Bin ja voll der Daddy. Hä? Hallo? Ich kann... Die Maus? Tut sich nichts. Und ich könnte sehr langsam mit WASD laufen. Warte mal. Ah, okay. Das Spiel ist halt mit Gamepad. Warte mal. Hallo? Könnt ihr die... Boah, das muss ich jetzt natürlich wieder so machen, ne? So, warte mal. Anwenden. Anwenden. Ja, so ist besser. Ich habe mich viel zu schnell gedreht. Das ist meine Karre. Ich muss es leider noch ein bisschen heller machen. Wenn das ginge... Geht nicht heller. Es tut mir sehr leid. Ich mache das nachträglich heller. Dann mache ich mich halt jetzt dunkler und wenn ich mich heller mache später oder beziehungsweise das Spiel, jetzt sehe ich auch ein bisschen mehr. Es blendet so extrem, wenn ich das Licht so hell mache bei mir. Was für eine Karre. 1988. Aha. Rucksack, Seesack. Den Rucksack hatte ich doch gar nicht dabei. Hier. Yamato, Takahashi, Asa, Yoshida, Achikia Yamaguchi. Das war die Person, die vor mir hier war wahrscheinlich. Ist das die Hütte 23? Und wir sind ja Akio Matsumoto. Kaito, Midori Kudo, Yuriko, Ogawa. Ist ja egal, scheiß drauf. Rikia Yamaguchi. Spot 23 is crossed out. Ja. Akio Matsumoto is now at spot 23. Crate, that's me. Crate, that's I will stay me. In the same spot as the missing person. Maybe that will help me to figure out faster what happened here. Das sage ich jetzt auch mal für mich, wenn ich Post bekomme, da steht meine Anschrift draus, sage ich, Great, that's me. Okay, ich find's lustig. I don't think there is anyone inside. The door is locked. Where is the manager? The manager. I want to speak the manager. Bitte, mir ist Karen oder was? Er ist nicht Akio, ich heiße Karen Matsumoto, oder? Ja, Karen Matsumoto bin ich übrigens. Ich möchte den Manager sprechen. Von jeder Frisur drückt man sich da noch gewählter aus. I like to parlay with the lord of this country region. Ja, so ist der Art. Wir gucken mal ein bisschen rum. Aber mir gefällt die Optik schon mal sehr gut. Das sieht echt waldig aus. Es ist nicht so, dass da nur so zwei Bäume rumstehen und die wollen dir einen Wald verkaufen. Nee, es sieht wirklich auch mit dem Holz hier alles, die Äste, ne, auf dem Weg. Ausblendenden Berge, sieht alles sehr realistisch aus. Guck mal, wow. Ja, okay. Ach, guck mal da oben. Kann ich auch rennen? Oha. No, my spot is not 21 or 22. Oh, 22. Das ist gut, das ist richtig gut. Man kann es ja ausstellen, wie gesagt, aber ich lasse es an, ich find's witzig. No. That's spot 24. I am close. Okay. Ah, mir kitzelt im Rücken. Das ist schon wieder der Spinnenmann. Ich find's gerade schon ein bisschen creepy. Ich weiß halt nicht, was für eine Art Horrorspiel es ist. Ob's Creature Horror ist oder so ein Thriller. No need to go that way. I have to find my spot. That's my spot. I have no reason to leave the camp that way. Sehr gut. Also es ist wirklich ein Camp. Es ist, ich habe keine Blockhütte oder so. It's getting late.
I should find some firewood before it gets too dark. Hört sich manchmal voll verzweifelt an. It's getting late. Ich werde hier draußen sterben. Ja, da ist noch Firewood. These should be enough for the night. How much wood would a woodchuck wood if a woodchuck woodchuck wood? I need to place some firewood first to start a fire. Ja. Ich habe jetzt einfach die ganze Zeit L und R hintereinander gedrückt. Ist auch egal. Wo kann ich da nicht durchlaufen? Denn da? Ach, da ist ein Holzrahmen oder sowas. I need my lighter. It should be in my backpack. Wie? Du hast kein Feuereisen dabei. Was ist los mit dir? Ah, select. Okay, mit. Ja, ja, ich hab's verstanden. Achso, ich muss erst R und dann L. Also ich muss es erst selecten und dann benutzen. Ja, und so wird dir das niemals angehen ohne Zunder. Ich sag's ja nur. Ich glaube, die Kamera ist ein bisschen groß, oder? Ist ja auch egal. What is that? I should check it out. Da wackelt was im Gebüsch. So. Ah, nach oben. Das sieht aus wie ein Haufen versteinerter Kotze, nicht wie ein Baumstamm, was ich erst dachte. Ich treibe es da zwei Eichhörnchen im Gebüsch. Oh. Ah! It was just a rabbit. Nothing to worry about. Voll fluffy. Ah, das Feuer ist aus. Hm. Weird. The fire is out. How did that happen? Ja. Maybe the wind? Now I will need a few fresh pieces of firewood. Ja, es ist ja auch so windig. Sauerstoff befeuert Feuer eigentlich, also ne, befeuert Feuer. Es macht ja eigentlich nur, dass Feuer noch mehr brennt. What was that? Irgendwie finde ich es ganz geil mit der Stimme. What was that? Ganz emotionslos. So. Wie gesagt, ohne Zunder könntest du da ewig mit deinem Zippo rummachen. Und jetzt lese ich ein paar japanische Fairy Tales. Kann ich mich auch ducken? Nee. Gucken kann er nicht. Ich habe nur ein Feuerzeug mitgenommen in meinem Rucksack, sonst nichts. Nur ein Feuerzeug. I have no reason to leave the camp that way. Ja, hast ja recht. What's this? An old key. Some poor camper may be looking for it. If I want to be at my best tomorrow. Ja, okay. Wie ist es überlappt? Ach schön, was? Und nicht das Zelt. Oh, ich mag das wieder so japanische Papierwände und diese Fenster. Ah, da habe ich schon schöne Spiele gespielt. Ah, die Unschärfe ist ein bisschen ungeil. Habe ich mal eine Lampe? Nee. Ach, das wird auf YouTube wieder Pixelbrei. Ein Matsch. Hi. Boah, ich weiß jetzt schon, das wird. Ihr werdet nicht sehr viel sehen, leider. Tut mir leid. Außer ihr stellt die Auflösung ganz hoch, dann müsste es gehen, aber. Irgendwas von Penumbra, dieses Rumgeflüster hier wieder. Ist das die japanische Cube-Variante? Immer andere Raumfarben so ein bisschen. Also nur keine Fallen. Das war's schon.
What was that? What a strange dream. Also, wovor ich am meisten Angst hätte, Australien, die Natur und Japan, die Folklore-Monster. I am sure these weren't there before I got to bed. Und vielleicht Südamerika, dass sie meine Organe klauen, aber sonst. Oh, sehr gut. Jetzt sind wir wieder in der echten Welt. Aber Hauptsache, ich habe den rostigen Schlüssel. Wie ist das mal eine gescheite Lichtquelle, weißt du? Wie ich das verteufle bei Spielen, wo man eine Taschenlampe hat und die erhält vielleicht so einen halben Meter vor einem. Das ist einfach nur doof. Ach, langsam, Karen. Ich komm nicht mit. I want to speak to the manager. Nach ungefähr 30 Minuten Fußweg durch den Wald immer den Laternen nach. Interessant. So weit wäre ich gar nicht gelaufen, den Lampen hinterher da. Laternen. Ich habe schon vorher gedacht, was soll denn das? Ich gehe wieder pennen. Spät. Nämlich genau das ist wohl auch den anderen Leuten passiert, wenn du mal drüber nachdenkst. Glühwürmchen. Schade, ich dachte, ich sehe meinen Körper. Wäre Pluspunkt gewesen, mal wieder. Körper sehen, Pluspunkt. Toiletten in Spielen, Pluspunkt. Wenn man sie aufklappen kann, noch mehr. Mal super. Nicht irgendwie rennen oder so? Okay. Bin halt so langsam. Geisterdorf, hier alles vernagelt. Da ist kein, da sind keine Bretter vor. Ich wette, das wird nicht einfach so aufgehen. Ein Bild da drin. Oh. Oh. Keine Bilder. Doch, das sind Bilder. Dein Buch hast du jetzt auch nicht mitgenommen, du Held. Schade. Hä? Toll, warum kann ich jetzt in das Haus? Ja, gar nichts. Hätte ich wenigstens die Leiter einsacken können oder so. Kann ich nicht öffnen. Stehe ich nicht. Stehe ich leider nicht. Die kann ich bestimmt wieder. Ja. In der Puzzlebox. Aber ich kann nichts machen, so wie es aussieht. Bade. Spritzen? Hätte da einfach Spritzen in den Tisch gesteckt. Aber ich weiß, dass es ein bisschen schneller laufen könnte. Wäre das schon ganz cool. Aber ist nicht.
anfangen, ne? Ah, hier ist so eine Art Werkstatt. Ich würde mir irgendwas davon mitnehmen. So Werkzeuge kann man immer gebrauchen. Sag's oft genug. Ist einfach so. Oh. Oha. Wenn ich das irgendwie... Natürlich geht's mit der Maus, aber nicht mit... Warte mal. Kann sowas. Warte. Ja. Stoff und Ölkanne. Hä? Eine Kanne voll Schmieröl und ein alter Stofffetzen. Ich habe keine Ahnung. Na toll, dann gehe ich zum Beispiel an das andere Haus zurück und mache das Rätsel da auch noch. Mit der Puzzlebox. Weil anscheinend geht das nur mit der Maus und nicht mit dem Gamepad. Kann ich nicht lesen. Ah gut. Aber das nochmal. Jetzt. Ja, natürlich geht das. So. Zack. Kann ich auch ganz gut. So ein Meißel haben wir. Zwei. Warum zwei Meißel? Ein altestes Werkzeug zum Meißeln. Eine Kanne voll Schmieröl und ein alter Stofffetzen. Kann die aber auch nicht benutzen irgendwie, ne? Naja. So ein wilder Mix aus Maus und Gamepad hier, was ich spiele. Warum auch nicht? Gibt auch noch eine Tür hier. Kann ich da rein? Dinger verschieben, aber ich glaube, das ist jetzt nicht. Ich finde es angenehm spannend, aber ich finde es jetzt nicht wirklich krass unheimlich. Ich weiß nicht, was das Spiel jetzt bezwecken will, dass man in diesem alten Dorf unterwegs ist. Auch so. Schakale oder was? Schwer zu sagen. Feuerstelle. Seltsam, warum kann ich denn hier nichts machen? Oh! Oh, mich kitzelt's gerade und ich komme nicht dran. Ah! Ah, schon besser, also. Ich weiß jetzt ja auch nicht, was das soll mit den Häusern. Ist halt auch nix. Ah, guck mal hier, was haben wir denn da? The lock has too much rust for a key to be used with. Maybe I can find something to lubricate it. Oh, lubricate. Maybe this will help the key to turn. Was? Jetzt kann ich einen Schlüssel verwenden.
Ah, so brauchte ich jetzt das Öl, sehr gut. Was soll denn hier? Ein Foto. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Summer, I've got you a present. What is it? I got you this cute doll. It looks just like you. Thank you, Akihiko. I'll name her Samaya, just like me. What was that? Okay. Der Tür fehlt der Knauf. Knauf. Lässt sich nicht öffnen. Verschlossen. Ja, und jetzt? Warte mal. Hier ist verschlossen. Na toll. Komm ich hier gar nicht mehr raus hier. Da ist doch so ein Riegel. Oh wow, der Riegel. I need to find something thin. Ja, ja. Oh, so geht das. Das ist der Raum aus dem Traum, den wir da hatten, oder? Danke für 7 wundervolle Jahre. Ist das Mädchen? I'm sorry for your loss. We are also sorry that we couldn't figure out what happened to your daughter. Can we at least cremate her with the doll? She loved her a lot. I'm sure she'd like to be with her, even now. I'm sorry, Mr. Suzuki. I don't think that is possible. Ende der Demo, danke fürs Spiel. Okay, das war ein bisschen kurz. Aber ja, hat es euch Lust auf mehr gemacht oder eher so ein bisschen hängen gelassen? Ich weiß nicht. Bei mir sind es gemischte Gefühle. Einerseits habe ich Bock auf so ein Szenario, andererseits war es jetzt nicht wirklich sehr spannend. Naja, lasst mal die Kommentare und wir sehen uns wieder zu was anderem. Ich bin der Bruga, macht es gut und tschüss.